So, was ich jetzt gemacht habe, ich bin gar nicht erst da unten hingerannt und ich hatte ja in dem vorigen Teil schon gesagt, dass ich eigentlich mal Lust hätte, direkt zu dem Turm zu gehen. Das habe ich gemacht und siehe da, die Aufgabe ist erfüllt worden. So, und jetzt muss ich hier, also was ich jetzt hier mal noch machen möchte, ist hier mal, ne, Probe laufen. Also es ist wirklich, ich musste über diese Brücke anscheinend von da unten 1115 Meter. It's the bag on the table. Ich checke jetzt erstmal, ob hier vielleicht die bag on the table ist. Weil er mir ja anzeigt, da hinten 1127 Meter. Los, klettern. Sau. Chips. Esse ich später auch noch. Edge Patch. So, da unten geht's weiter. Look northeast from here and you'll see a V-shaped gap in the canyon wall. That's Kilgore Gap. Kilgore Gap. Pick up the medicine and then follow me into the forest. Ja, ich denke mal, da komme ich nicht hoch, ne? Kann ich auch nichts nehmen. Nein, kann ich nicht. Rennen kann ich natürlich auch nicht. Wo war jetzt diese Scheißhütte? Da. Wie komme ich zu der Scheißhütte hin? Ohne mir den Arsch zu brechen. Ja. Moorhuhn. Denke mal hier runter. Da war's morgen. Alles morgen. Kann ich nicht nehmen. Next note. Oh. Malen. So, wo ist der Table? Noch eine Note, na klar. Ja. Jetzt sag mir nicht, ich muss echt da den ganzen Weg zurück. Um das zu holen. Aber ich gehe mal ganz stark davon aus. Denn hier ist kein Tisch. Hier ist überhaupt nichts. Insofern laufen wir jetzt mal über die Brücke zurück.
Das wird spannend. So spannend wie das ganze Spiel ist. Hurra, auf geht's. Aber es ist ja nett gemacht, das kann ich immer nur noch wieder betonen, ne? Nur sehr öde. Also wie gesagt, man kann jetzt hier einfach das, so, ich halte B gedrückt. Kann die Nase kratzen zwischendurch, kann was weiß ich was machen. Lippen eincremen, das ist mal eine gute Idee. Lippen eincremen ist immer gut. Wenn ich noch eine Bürste hätte, würde ich mich noch schick machen. Ich falle runter, bitte nicht. Ohohoho. Ich glaube, das war gerade knapp. Kann das sein? So genau auf den Punkt zu halten. So. Ja, das ist wie im Straßenverkehr, wenn die Frauen sich anfangen zu schminken, während der Fahrt im Rückspiegel, bei 50 am besten. Also nicht das Alter, sondern die Geschwindigkeit. km/h. Ich habe nur einmal kurz in den Rückspiegel geguckt, bums, aufgefahren. Männern passiert das eher, wenn sie eine Anlage rumfuckeln und versuchen, ein anderes Lied anzumachen. Oder die Lautstärke oder einen neuen Sender oder sonst was. Oder Kippe ausmachen, das ist auch mal ganz beliebt. Das habe ich früher auch schon geschafft fast. Als ich noch geraucht habe. Ist ja ein Echtzeitsimulator, ne? Also ich habe es jetzt 300 Meter gelaufen in... Weiß ich nicht. Ja, wobei doch nicht, ne? Es geht ja schon schneller. Also ich schaffe 3 Meter pro Sekunde. Das ist schnell. Uns mal umgucken. Hui, da ist der Turm. Da, das sieht aus wie beim Herr der Ringe. Diese Schlucht, wo sie die Orks verfolgen, da sind sie auch so da so. Hui, rumgerannt. Ja, genau. Ja, dann. Machen wir mal weiter bei diesem wunderschönen Walking-Simulator. Und ich denke mal, ich muss dann gleich die ganze Brücke wieder zurück. Ich denke mal, wenn ich mir die andere Brücke da gerade so angucke, da gibt es ziemlich viele Lücken. Da muss ich gleich so eine kleine Jump-Interaktion wahrscheinlich machen, ne? Weil sonst, ratet mal, falle ich runter. Hier vielleicht auch schon? Nee, ne? Da sieht alles noch ganz gut aus. Ja, da ist nichts. Flackert nur ein bisschen. Aber da sieht mir das so aus, als wenn ich da wirklich gleich so ein bisschen hüppeln muss. Damit ich nicht runterfalle. Und wenn ich dann runterfalle und wieder bei der Brücke anfangen muss, werde ich das Spiel hiermit sofort abbrechen. Weil das... Also... bei aller Liebe zum Spiel und bei aller Geduld. Können wir natürlich jetzt sagen, hör, dann fall halt nicht runter, ha ha ha. Wenn man eine gute Hand zum Steuern hat, ist das auch alles in Ordnung. Das geht doch. So. Ich riskiere es nicht. Nicht, dass mir jetzt einer sagt, probier doch mal drüber zu laufen. Nee, nee, nee. Wahrscheinlich würde es funktionieren.
aber trotzdem mache ich das nicht. Ne? Dafür habe ich ja doch noch jetzt anscheinend. So, der Loop ist wieder vorbei. Die Natur hat sich erholt und fängt von vorne an. Und I'm walking. Yes, indeed, I'm walking right down the street. I'm hoping that you come back to me. Oh. Geht der Text so? Ich weiß es gar nicht. Schon etwas älter das Lied. Sogar älter als ich, glaube ich. Und das heißt schon was, ne? Ja. Ach, diese schöne Landschaft, das ist ja nur wirklich, das muss man ja sagen. Ne? Liebevoll. Mann, ich habe keine Ahnung, wie man mit so einer Engine arbeitet und wie man das alles gestalten kann. Haha, guck mal, da unten ist ein Haus. Und ich möchte wetten, da unten. Guck mal, das ist ein Steinhaufen. Der sah mir sehr künstlich aus, ist er aber nicht. Ich möchte immer noch gerne wissen, was das da vorhin für ein Hase war. Und ob man da dran kommen konnte oder nicht oder was auch immer. Oh! Lücken! Lücken! Ich bin drüber gelaufen. Bin nicht runtergefallen. Aber. Nein, nein, nein. Lücken. Hüp. Hüp. Das ist Flip aus der Biene Maya. Kennt den auch noch jemand? Ich weiß nicht, es gibt ja so eine Neuverfilmung von der Biene Maya. Sagt der Flip da auch noch Hüp, wenn er losgesprungen ist? Boing. Gott, auf was für eine scheiß Gedanken man kommt, wenn man hier so sinnlos durch die Gegend rennt. Könnte man ja schon fast philosophisch werden, ne? Also ich denke mal, die Lücke, die ist zu groß zum drüberlaufen. Ich hab's gewusst, ich hab's gewusst, ich hab's gewusst. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Das kann nicht wahr sein. Ey, wo packst du mich jetzt hin? Wo packst du mich hin? Wenn ich wieder am Turm bin, ist das Spiel aus. Nee, doch, ja. Schwein gehabt. Okay, das. Wie spät haben wir es hier da? Okay. Machen wir noch mal. Ey, das darf doch nicht wahr sein. Bin ich da echt durchgehauen, ey? Ich sag noch, das sieht mir zu schmal aus zum Drüberspringen. Ja, zu breit. Und kloppe voll durch. Das gibt's nicht. Ja, doch, gibt's doch, sonst wäre ich endlich wieder hier, ne? Ding, ding, ding. Der Nymphensittich verfolgt mich immer noch. Fliegt schön brav rechts neben mir her. Also wie gesagt, dieser Sound, diese Naturklänge, das ist ein Loop. Und wiederholt sich halt immer zwischendurch.
Ecco il Panorama hatten wir auch schon. Jetzt ist die Frage, bin ich so rum richtig gelaufen jetzt vielleicht sogar, dass ich so rumlaufen musste? Dass ich also erst zum Turm und dann zu diesem Shack. Aber stand ja umgekehrt, stand irgendwie erst Shack und dann Turm, ne, oder? Ich weiß nicht mehr. Ja. So, jetzt hier. Höchste Konzentration auf den Scheiß hier. Das war aber auch eine Mörderlücke da, ne? War richtig groß. Ich kann's, bleib hell. Bitte nicht dunkel werden jetzt hier. Wo war die denn hier? War das diese? Nee, noch weiter, ne? Kurz vor Ende war das. Da. Puh. Ich glaube, das war so, ne? Ja. Das sieht doch gut aus. Da, Lücke. Get the bag. Get the fucking bag. Habe ich fucking gesagt? Darf man das? Ist ja Englisch, versteht ja keiner. Steine, noch mehr Steine. 28 Meter, 4, 3, 2, 1, 20, 19, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Bagman. Hallo, mein Name ist Bagman. Ich bin nicht Batman. Go down the steps. Find the checkpoint. It's in your map. Checkpoint Charlie? Old checkpoint. Ach, da ist er ja. Meine Güte, für Doofe. Ne? So weit bin ich schon gelaufen. Ja, guck mal. Da unten haben wir angefangen. Da. Und wir haben jetzt ein Drittel der Karte geschafft in, weiß ich nicht, 5 Stunden. Und in diesem Sinne machen wir hier wieder eine kleine Pause, würde ich sagen, nicht wahr? Bis gleich.